Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Rise of Tomb Raider. Extreme lustige Geschichte. Es ruckelt schon wieder. Ich werde verrückt. Irgendwas stimmt hier oben nicht. Pass auf, lustige Geschichte. Ich habe diese Aufnahme heute schon mal gemacht. Aber leider geht das. Geht gut. Habe ich vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Und das ist mir nach einer knappen Stunde aufgefallen. Also ich bin hier noch so ein bisschen rum, habe nochmal alles so ein bisschen angeschaut und durchgeschaut. Machen wir mal hier dran. So, haben aber jetzt nichts ultra interessantes mehr entdeckt. Und wollte dann wo wollte ich denn hin? Zu dieser ja nee, Höhle. Höhle ist verkehrt, ne? Ist keine Höhle. Zu dieser Ausgrabungsstätte. Dieser Minenschacht halt, ne? Den man da. Upsa. Das ist ein schönes Detail. Schon mal gesehen hatten. Da dachte ich, ach komm, da gehst du da rein und hab da auch schon angefangen mit. Achso, ist voll. Und war da so ein paar Meter rein, halt, also bis zum ersten großen Raum, sag ich mal. Ja, was kam dabei rum? Nix. Aufnahme vergessen zu starten. Tonspur hatte ich, war alles super, alles wunderbar. Und der Rest ist leider nicht da gewesen. Keine Aufnahme, kein Bild. Hat mich ein bisschen gefrustet gehabt. Vor allem, ich war total motiviert und das war heute Morgen um kurz nach 8 schon. Und kurz nach 8 schon dachte ich mir, Kelle, nimmst du direkt nochmal eine Runde auf? So früh hast du noch nie aufgenommen. Wird bestimmt super. Hast total Bock und alles. Und was war? Ja, scheiße war. Um die Uhrzeit sollte man einfach nichts machen. Es klappt einfach hinten und vorne nicht. So, pass auf. Da lang geht's zur Mission. Aber wir wollen ja das machen, was ich in der ersten Aufnahme schon versucht habe. Beziehungsweise gemacht habe. Wir gehen hier rein. Deswegen ist die Tür auch offen, weil ich bin nur nochmal zurück zum Startpunkt, habe gespeichert und habe es ruhen lassen. Ja, das war heute Morgen um kurz nach 8. Jetzt mittlerweile ist es kurz nach 10 abends. Und wir gehen jetzt hier hinein in diesen Schacht und gucken mal, was uns dort erwartet. Hier lag eine Karte zum Aktualisieren. Kann ich gerade nochmal zeigen. Wir sehen, wir laufen nach hier. Ne, wir laufen nach hier und hier ist ganz viel Krempel. Also scheint das eine echt größere Aktion zu werden, eine größere Höhle zu sein. Und hier ist nichts, das kann ich schon mal zeigen. Mach gerade mal die Laterne an. Hier war nur so Stein, Eisen, Zeug, Rohstoffe auf dem Boden. Die habe ich mitgenommen schon. Und dann gehen wir direkt weiter. Hoppa! Weil sie es kann. Weil sie einfach cool ist. Da auf diesem kleinen Vorsprung, da lag auch nur so ein bisschen. Was war das hier? Metallschrott oder irgend so ein Kram. Nichts Wichtiges. Okay. Und jetzt bin ich mal gespannt, weil hier weiß sie selber auch noch nicht weiter. Weil ich muss gerade mal leiser machen. Oh, das war ein bisschen laut gerade. Da hinten blinkt es, da wollen wir erstmal hin. Es ist nicht tief genug zum Tauchen, leider. Okay, was haben wir hier? Ah ja, okay. Ein bisschen Kram. Eisen, super. Gut, dann gehen wir mal. Upsa. Auf der Seite hier weiter. Was haben wir hier? Hat ein bisschen was von Fallout, ne? Hat ein bisschen was von Wastelands. Kann ich hier hoch? Muss ich hier vielleicht irgendwann hoch? Ah, guck mal, da. Ne, hier geht's aber nicht hoch. Ist aber schon geil, ne? Mit den Schienen da oben. Richtig cool. Okay, hier ist Vorsicht geboten. Ich glaube nicht, dass hier groß Gegner sein werden oder so. Hier kann ich nicht ran. So. Oh, geil. Ah, das müssen wir anzünden hier. Das müssen wir anzünden. Die Frage ist wie. Ah, geil, 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 geil. Nice. Okay. Dann mal ciao. Upsa. Irgendwie stürzt hier nicht gleich alles ein. Ich habe das Gefühl, hier stürzt gleich echt einfach alles ein. Hallo, was ist das? Was leuchtet hier? Nix. Funken. Kleiner Grafikbug. Ich glaube, es stürzt irgendwann alles ein und wir müssen versuchen,
da rauszukommen. Das wird auf Zeit gehen, sonst knallen uns die ganzen Felsen hier auf den Schädel. Ich könnte wetten, es wird so passieren. Ich könnte es wetten. Geil. Voll geil. Alter, das ist... Nein! Alter, was? Warum hält die sich nicht fest? Was war das denn? Scheiße. Was für eine Scheiße. Okay, kein Problem, wir sind wieder hier. Ich wollte mich eigentlich hier festhalten und mal da runter gucken, aber nein. Wenn wir das nicht dürfen, dann... Ach, die Scheiße. Okay, die Seite. Ich habe gewusst, dass das passiert. Ich habe es gewusst. Au. Au. Was für ein Einstieg. Ja, kannst du laut sagen, Mädchen. Kann ich hier wieder hoch? Nein, ne? Wuppa. Nein, scheiße. Alter, was? Wo sind wir denn jetzt? Noch weiter da unten. Okay, pass auf. Hier geht's... Hoch, hier geht's runter. Warte mal, ich schau erstmal, wo es hier hingeht. So. Okay. Alter, oh Gott. Mehr Artefakte. Sie müssen in einen alten Gang gestürzt sein. Das muss ich mir ansehen. Ach du Scheiße. Aber ich gehe erstmal oben lang. Wenn das ein Labyrinth ist, dann haben wir echt verloren, weil ihr, meine Orientierung, ihr habt es schon festgestellt, die ist einfach für den scheiß Arsch, ey. Na, läuft nichts. So, pass auf. Gucken wir mal, ob hier irgendwas ist oder ist es nur ein Rückweg? Ich habe keine Ahnung. Geht's dahinter weiter? Sieht so aus, ne? Können wir nicht kaputt machen. Ah, cool, warte mal. Ah, jetzt sind wir wieder hier oben. Ah, okay. Okay. Hier sind wir, da sind wir runtergekracht, genau. Aha, hätte man vielleicht auch regulär hier lang gehen können? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Ist egal. Keine Ahnung, warum das möglich ist. Vielleicht für den Rückweg. Warum kann man hier drauf? Oh, was ist das? Ah, habe ich gar nicht gesehen. Komm ran. Schön da rausgeknüppelt. Ja, jetzt hältst du dich wieder fest, ne? Bei so einem Billow-Vorsprung. Herzlichen Glückwunsch. Okay, wir gehen mal weiter nach unten. Ich glaube, hier wird alles zusammenstürzen. Also wirklich alles. Wir gehen nach hier. Ich glaube, hier ist eine Sackgasse. Nehmen wir doch mal mit. Können wir alles gebrauchen. Und schauen, was wir hier haben. Und so, liebste Lara. Ey, cool. Ein richtig schönes Fell. Okay, und aha. Wir kommen der Sache auf jeden Fall näher. Weiter runter. Runter finde ich nicht so geil eigentlich. Alter, was? Alter. Alter, ich hab so... ich hab mich gerade so derbe erschrocken, ey. Das ist doch nicht wahr. Okay, hier scheint alles soweit cool zu sein. Ich vermute mal, wir müssen das Wasser abstellen, weil sonst brennt das nicht. Hier ist auch schon, hier stehen auch schon Flaschen. Für uns bereit. Ich muss ihn an dem Wasser vorbeikriegen. Jo. Ihn. Ihn vor allem. Wer ist denn ihn? Können wir hier aufmachen? Nein. Können wir nicht? Ich geh bis jetzt. Nein, egal. Warte mal hier. Ein Artefakt. Dieser Flachmann gehörte einem Soldaten der Roten Armee. Hm, die Insignien kenne ich nicht. Das kennst du nicht. Jetzt nur, aber... Hier ist aber sonst nichts Interessantes, oder? Er ist noch halb voll. Könnte ich später noch gut gebrauchen. Ah, ja, brennt bestimmt. Ich habe gerade gehört, dass so ein leichtes Ticken war, als ich hier nach oben gegangen bin. Ob würde dann die Stelle näher kommen, an der ich etwas finde? Habe ich das bei den anderen verkackt? Oder gibt es nicht überall was? Ich hoffe, ich habe alles mitgekriegt. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie das hier funktioniert. Weil ich glaube, wenn wir diese Flasche hier durchwerfen, wird das nie im Leben funktionieren. Ne, geht aus. Pass mal auf, ich nehme noch eine. Ich guck mal, ob ich das oben drüber werfen kann. So, weißt du? ja, man müsste nur anmachen. Okay. Nochmal versuchen.
so dass es schön drankommt. Geht das? Bitte. Nice. Oh Gott. Alter. Ich hab ein bisschen Bammel, da durchzugehen. Hier kann man sich festhalten und runterlassen. Oder man... Warum hält die sich an den großen Klippen nicht fest? Warum? Das ist doch nicht normal. Okay, drauf geschissen, dann müssen wir halt rüberspringen. Da werden wir schon irgendwie schaukeln. So. Okay, was ist das? Was immer sie gefunden haben. Es muss da drin sein. Die rote Mine. Da ist auf jeden Fall das Ding, was wir immer suchen, glaube ich. Was wir immer so aufbrechen, aufschieben. Oh Gott, hier wackelt schon wieder alles. Immer irgendwelche Loren, Hängeloren. Kennst du die Hängelore? Die gute Hängelore von nebenan. Das ist eine nette. Boah, ich... Pass mal auf. Pass mal auf. Ich glaube, das wird eine größere Geschichte. Hier können wir auf jeden Fall... Also jetzt wahrscheinlich noch nicht, aber das brauchen wir noch. Hier können wir nicht, ne? Ne, das geht nur irgendwie anders. Und da brennt dann gegebenenfalls wieder was. Okay, ich muss auf jeden Fall erstmal hier durch. So, hier. Keine Ahnung, nicht ohne Schutzkleidung vielleicht. Neben... Jemand hat Werkzeuge versteckt. Provisorische Waffen. Ja, dann nimm mir welche mit. Das wäre vielleicht gut. Okay, was haben wir hier? Wir können nicht mehr warten, bis unsere Brüder außerhalb der Mine ihren Widerstand beginnen. Die Sowjets haben etwas entdeckt, das sie noch mehr wollen als das giftige Erz. Sie haben die Geschichte unserer Ahnen entdeckt, ihre Gräber entweiht. Das ist das letzte Unrecht. Erst dachten wir, die alten Wächter kämen hervor und bestraften unsere Peiniger. Aber jetzt erkenne ich, dass wir das Instrument der göttlichen Rache sein müssen. Wir sammeln unsere Kraft, verstecken Hacken und Äxte. Sehr bald werden die, deren Kraft noch reicht, sich erheben und unsere Unterdrücker hier begraben, bevor sie unser Gestern und unser Heute auslöschen. Ich habe das Gefühl, das sind nur kaputte Leute hier unterwegs. Auf dieser kompletten, in diesem ganzen Land irgendwie sind nur kaputte Leute. Kann ich mir nicht anders vorstellen, wo geht's denn hier überhaupt? Ah, nee, hier ist alles zu. Was denn jetzt? Ist das hier irgendwie Giftgas, Staub oder so? Ja, es scheint fast so. Ah, okay, hier müssen wir sogar lang. Warte mal, gab es nicht noch einen Weg? Achso, ne, ah, nee, okay, das geht nur hier rum. Ah, okay. Alles klar. Alles klar. Alles gecheckt. So. Gleich bricht wieder irgendwas auseinander hier. Gucken wir hier erstmal, ob wir ein bisschen was machen können. Sie hat uns nichts zu erzählen. Wir haben aber einen Fähigkeitenpunkt, den werden wir uns direkt mal ausnutzen. Und zwar bei Überlebender ist vielleicht am besten, gerade wenn wir hier drin sind, haben wir da was Gutes. Listenreicher Kämpfer brauchen wir jetzt nicht. Leichtfuß, ah, weiß ich nicht, will ich immer noch nicht machen. Aha. Auge fürs Detail, Überlebender, leichte Herausforderungsobjekte, das könnten wir vielleicht machen. Fortschrittliche Techniken verleihen hergestellten Handobjekten größere Detonationsradius. Das ist eigentlich ganz gut. Stellen Sie Pistolenkugeln her, die größeren Schaden verursachen und sich für tödliche Wirkung beim Aufprall ausweiten. Auch geil. Leichenfallen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Komm, ich nehme mal das. Bleiben wir mal beim Klassiker und gehen mal auf Munition. Inventar haben wir nichts. Waffen, da können wir eventuell etwas machen. Und bei der Pistole könnten wir was machen. Was könnten wir hier machen? Ah ja, okay. Das Palier-Mogozieren, ja. Das Magazin polieren. Haben wir ein bisschen mehr Nachladegeschwindigkeit. Okay, was geht hier? Schussfrequenz erhöhen. Ist mir lieber. Machen wir lieber mal das. Finde ich ein bisschen geiler. Muss ich schon sagen. Okay. Könnte man theoretisch direkt weitergehen jetzt. Steh auf. Mädchen. So. Mal kurz den Rundumblick. Es geht, Alter, das geht tief runter. Okay, wir müssen die mit Sicherheit irgendwie von da anschieben, dass die hier runterkrachen, tralala, und irgendwas hinten kaputt machen. Vermute ich mal. Hopp, 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 hopp. Alter. Okay.
Ich sehe, aber hier müssen wir das Wasser mit Sicherheit ausstellen irgendwie. Das Wasser muss sich irgendwie stoppen lassen. Ja, sag ich doch. Ah, pass mal auf. Mit den Lorendingern bestimmt. Dann klatscht das links und rechts davon vorbei. Das ist eine gute Idee. Machen wir. Das machen wir so. Hier nehmen wir mit. Was ist das? Ein paar Lumpen. Was haben wir hier? Noch ein paar. Achso, nee, die will ich noch gar nicht haben. Ich will die noch nicht haben. So, noch ein paar Klötzerchen. Halt, was war das? Ich kann das nicht leiden. Ich kann das nicht leiden. Renn. Das war ja gar nicht angezündet. Und haben wir hier noch irgendwas Schönes? Ein Auslösemechanismus für eine Bombe. Es ist die gleiche Handarbeit. Er muss die erforderlichen Teile sehr lange gesammelt haben. Wer ist er und welche Handarbeit? Haben wir schon was gefunden in der Richtung? Gulag-Besitztümer. Ich weiß es nicht. Pass mal auf. Klackert nix. Ne. Hier drin ist auch nichts zu sehen. Ist der Stift? Naja. Hoffentlich liegen hier nicht nur irgendwo. Diese Förderwagen, die könnten das Wasser stoppen. Du willst nicht, dass ich... Nein, nein, bitte nicht. Nein, das willst du nicht. Nein. Nein, bitte nicht. Ich gehe erstmal hier gucken. Da ist es. Was denn? So, na, ich muss einen Weg hineinfinden. Ach so, ja. Ja, da. Da müssen wir hin. So, ich will aber lieber den Bogen hier drin. Oh, aus Gründen, so. Und wieder eine Runde lesen. Ein bisschen kriechisch. Als das Uranerz fast erschöpft war, fürchtete ich um das Ende unserer Operation. Aber als wir ans Schachtende kamen, griff das Schicksal ein. Wir fanden eine Kammer bei einem Einsturz halb zerstört, aber eindeutig menschengemacht. Die Artefakte darin sind uralt, beinahe 1000 Jahre, unberührt, seit das Grab versiegelt worden war. Wir verstärken unsere Bemühungen und statt Erz abzubauen, suchen und bergen die Arbeiter jetzt Artefakte. Die Talbewohner, deren Widerstand schon gebrochen war, sträuben sich dagegen, so als wollten sie nicht, dass jemand die Relikte sieht. Wir müssen wohl an einigen jungen Männern ein Exempel statuieren, bevor ihre finsteren Blicke zum Meer führen. Kerle, ey, alles nur so verbissene Arschlöcher, ey. Das ist doch doof. Das ist doch Blödsinn. Also wegen so ein paar Aalen, bisschen alten Krempel. Gut, wer weiß, vielleicht ist was dran. Vielleicht gibt es tatsächlich hier irgendwelche magischen Geschichten daran. Hopp. Ah, ein bisschen Schrott. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, was ich von sowas halten soll. Spannend auf jeden Fall. Generell hier auch bei Indiana Jones und diesem ganzen Kram finde ich ultra spannend. Wirklich ultra spannend. Aber was das letztendlich alles für die Realität bedeutet, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ich würde mir wünschen, dass manche Sachen tatsächlich möglich wären. Ah, guck mal. Ah, geil, 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 geil. Dann gibt es wieder so ein... Was war das denn? Was war das denn, junge Frau? Das kann sie aber eigentlich ja besser, ne? So. Wo ist denn da oben? Noch ein Wandbild. Dies hier scheint ein Mythos über die Herkunft des Propheten zu sein. Ja, ich würde aber gerne wissen, was da draufsteht für einen Mythos über den Propheten. Das sagt sie uns nicht. Alter, wie weit das hier einfach geht. Ah, guck mal, was ist denn da? Hier hat was geleuchtet. Achso, eine Kiste. Ach, das ist, ah, da komme ich jetzt noch nicht hin. Okay, das ist da drin, wo wir hin müssen, tatsächlich. Nee, guck mal. Ah, eine kleine Dachluke. Dachbodenkammer, wie auch immer. Gut versteckt. Gut, ganz gut versteckt. Wenn man nicht alles anguckt, würde man es nicht finden. Gibt's was? Oh ja, toll. Besonders viel haben wir jetzt nicht gekriegt. Wäre schön gewesen. Okay, pass auf. Können wir hier irgendwas anrichten? Nein, 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 da geht's auch nicht. Hier wird wahrscheinlich auch nichts sein, ne? Sonst stürzt in die Tiefe. Okay, pass mal auf. Ich möchte gerne das Teil hier irgendwo festbinden. Diese Förderwagen, ja. Die könnten das Wasser stoppen. Sagtest du bereits. Aber ich kann ihn hier nirgendwo festmachen, ne? Diese Förderwagen, ja, die könnten das Wasser stoppen. Ja. Sag es bitte nicht noch einmal. Scheiße.
Ich kann das nirgendwo. Das muss doch irgendwo. Muss ich das festmachen können? Eigentlich. Eigentlich muss ich es irgendwo festmachen können. Komisch. Kaputt reißen? Nö, bringt auch nicht so viel, ne? Warte mal, ich kann es mal probieren. Ne, das war klar. Das war klar, dass das nicht klappt. Okay, pass auf, wir machen folgendes. Wir springen jetzt tatsächlich todesmutig an dieses Teil dran. Und ich hab eben. Wir kacken mit Sicherheit. Achtung, und ab. Ab. Nice. Ja, geschafft. Das Wasser ist blockiert. Sehr schön. Cool. Das geht wieder. Verdammt. Oh. Das ist irgendwie dauerhaft absperren. Ach was. Problem jetzt ist nur irgendwie. Das geht doch hier nichts. Was soll das denn? Mann. Ich komme jetzt hier auch nicht mehr dran, ne? Nee. Scheiße. Warte, wir kriegen das hin. Hier können wir hoch, das ist sehr schön. Okay, pass auf, ich gucke mir das nochmal an. Weil jetzt passiert ja nichts mehr, ne? Nö. Jetzt passiert tatsächlich nichts mehr. Dauerhaft absperren. Dauerhaft absperren. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Nee. Ah, da oben ist noch einer. Okay, okay, okay. Alles klar. Alles klärchen, junge Frau. Alles klärchen. Ich hab echt einen im Hals gerade. Okay, pass auf. Da ist das Teil. Da ist es. Kann ich das rausziehen? Ja, kann ich. Sehr gut. Bleibst du mir hängen, ne? Aber bringt doch auch nichts. Fällt doch dann nur in die Tiefe, das Teil, oder? Wenn ich mir jetzt da dran hänge, geht das hoch? Hilft mir nicht. Hilft? Ah, doch, doch, natürlich, natürlich. Aber selbstverständlich hilft mir das. Pass auf, das ist leicht. Ich hätte es nicht gedacht, aber das scheint echt mal ein Rätsel zu sein, was ich relativ zügig lese. Nach meinem Verlaufen in der letzten, vorletzten Folge oder was es war, ne? Pass auf, ich kann nämlich jetzt X17. Scheiße, wo ist es? Warte, dann. Hier dran. So, jetzt hänge ich mich da dran. Und dann blockiert sich das nämlich schon. Wunderbar. Dann hängt die Lore im Wasserfall. Hoffe ich. Autsch. Ja, das sollte gehen. Okay, pass auf. Komm schon. Jo. Jetzt ein Feuerchen. Jetzt ein Feuerchen. Ganz genau so sieht's aus. Jetzt kann das auch wieder hochgehen. Ist scheißegal jetzt. Es ist tatsächlich scheißegal. Ey, aufheben. Okay, pass auf. Ich werf das mal. Nee, geht nicht. Kriege ich von hier nicht hin? So, muss ich von hier werfen. Okay, pass auf. Und dort hinein. Super. Hoppa. Okay, jetzt sind wir tatsächlich hier drin. Sehr schön. Gucken, was haben wir hier Schönes? Nehmen wir mal so ein bisschen. Weiß ich nicht, ich weiß immer nicht, wie das Scheißzeug heißt. Ich sag immer Steine und Steine. Finde ich gut, Steine muss reichen. Okay, hier ist nochmal. Die Arbeiter hatten wohl irgendwann genug. Ja. Das sind Überstunden ohne Bonus, würde ich sagen. Schrank? Nein. Warum nicht? Da hoch? Nein, auch nicht. Hier hoch? Ja. Hier drunter? Nein. Was war das? Hier geht's nicht weiter, hier geht's nicht weiter. Wow. Eine Menge Zeug. Okay. Lass mal alles angucken, wie immer. Ah, da war ich eben drin und hatte. Achso, ist eine Lampe. Hier rüber geschaut, genau. Ja, natürlich erstmal alles gucken, looten, machen, tun, bevor wir hier. Das schnappen. Ich denke mal, das wird der. Haben Sie das Ding hier rausgezerrt? Was? Ja. Ja, ach so. Okay, pass auf. Da hätten wir es. Ein gutes Stück. Und hau! Oh.
Auf damit. Und immer ist es immer das Gleiche. Ein alter Kodex. Eine philosophische Erörterung der Kraft des Bewusstseins. Wache Augen. Sehr schön. Beim verbesserten Überlebensinstinkt leuchten Fallen in der Nähe automatisch auf. Sehr, sehr gut. Grab abgeschlossen. Jetzt heißt es nur noch raus hier. Jetzt müssen wir tatsächlich nur noch hier rausfinden. Und nehmen ein bisschen Geld mit. Okay. Ich ahne Böses. Ich ahne, dass der Weg hier raus kein leichter sein wird. So viel beschädigt. Die Amateurausgraben, dazu der Einsturz. Und alles kaputt. Aber es muss mit den Propheten zu tun gehabt haben. Die hat alles mit den Propheten zu tun, Mädchen. Alles. Dieser Schacht scheint der erste Durchbruch gewesen zu sein. Er sollte auch hinausführen. Ich hoffe, wir kommen hier auch relativ zügig raus und schaffen das noch in dieser Folge. Wir machen das einfach. Komm schon hoch. Kann ich nicht aufgehen. Das geht schneller, ne? Okay. So, pass auf. Achso. Weiter hoch. Großartig. Gut gemacht, Mädchen. Gut gemacht. So, hoch mit dir. Ich will hier unbedingt raus. Das stürzt gleich alles ein. Ich merke das schon. So, hier Turbokräfte. Mit ihrer unglaublichen Stärke. Ah, ich weiß, wo wir sind. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das ist natürlich richtig geil. Okay, nix wie raus hier. Bleib nicht runterfallen, nicht runterfallen. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank. Okay. Einmal. Das habe ich ja schon. Das habe ich doch mitgenommen. Okay. Ich glaube, wir haben es tatsächlich hier rausgeschafft. Wie es scheint, war es das. Mehr ist hier nicht. Ich hatte gehofft, wir können noch da oben irgendwie lang oder irgendwas. Ich guck mal gerade auf die Karte. Das ist nicht die Karte. Was? Halt. Scheiße, wir haben eine Forschertasche vergessen. Direkt am Lager. Kacke. Oh, nee. Fuck. Ach, die Sachen hier haben wir alle schon. Ah, das ist ganz woanders. Ah, okay. Oh, Mist, diese Forschertasche. Ich glaube, ich hole die noch im Off einfach. Ich glaube, ich hole die im Off. Schlüpf schnell da hinten drin, hol sie und das war's dann. Komm, hoch mit dir. Hallo? Hallo. Gut. Ja, doch, das mache ich. Wir machen uns jetzt hier raus. Gucken, ob sich hier irgendwas verändert hat. Vielleicht sind jetzt Gegner draußen oder so. Sowas gibt's ja auch manchmal. Da ist nix, ne? Okay. Ja, genau. Fall doch gleich wieder ins Verderben. Okay. Supi. Das hätten wir. Da war nix. Da ist nichts mehr. Und da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.